Donc, je vais faire une petite vidéo très courte en trois langues parce que je me posais une question et j'ai posé la question au univers. Also, das wird jetzt ein ganz kurzes Video, weil ich mir nochmal ein paar Gedanken gemacht habe und jetzt mal die Frage in den Void schicke, die mir in den Geist gekommen ist. So I make a three language video because I just it's early in the morning and I had a little thinking and there is just some question I want to send in the universe or into the void or whatever. Et en fait, ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi il y a des gens dans le monde qui ont un problème. Où il paraît qu'ils ont un problème avec le fait que je suis heureux avec très peu. Donc pour moi, d'avoir un endroit sec et plus ou moins chaud où je peux dormir, une possibilité de faire un feu, un peu du jardin, du bois autour et de l'eau et à manger. Et ça me suffira, je suis heureux. Alors, j'ai pas, je sais pas. Oui, je peux avoir une voiture, je peux faire plein de choses, je peux avoir plein de choses, mais tout ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne veux pas de villa, pas de bateau, pas de Ferrari, rien de ça, ça ne m'intéresse pas. Alors, c'est comme ça, je suis comme ça. Et il y a des jeunes là pour qui il paraît que c'est un problème pour eux. What I was saying is that I have the feeling there are people out in the world for who it is a problem that I'm happy with very little. And I can be happy with small things and very little. So for me, it's completely enough. I have a warm and dry place to sleep in, a possibility to light a fire. I have water. I have wood for the fire. I have a little patch for planting some vegetables, and I have my food, and I'm happy with this. I don't need a big house. I don't need a big car or a boat or I don't know what. Yeah, I could have all those things. Maybe they are somewhere there, and maybe they are there for me as a possibility. But I don't fucking need this stuff, and I'm just happy as it is. So why people have a problem with this? Or is this because of their own struggle to get more and more and more and each desire creates the next one? So, also die Frage, die ich mir einfach stelle, ist, warum Menschen da ein Problem mit haben, dass ich einfach glücklich sein kann mit ganz wenig und es auch bin. Also für mich reicht das völlig aus. Ich habe einen warmen Platz, ich kann Feuer machen. Um mein Essen zu kochen, ich habe genug zu essen, ich habe Wasser, ich habe Holz, ich habe ein bisschen Garten und ich brauche überhaupt kein großes Haus und ich brauche auch nicht viel Land oder ein Boot oder ein tolles Sportauto oder so. Das interessiert mich überhaupt nicht. Und es scheint, dass Leute da ein Problem mit haben. Nun, die Frage, die ich mich stelle, ist, haben die da vielleicht ein Problem mit, weil sie selbst so viele Bedürfnisse meinen zu haben und jedes Bedürfnis, wenn es erfüllt ist, kreiert dann das nächste Bedürfnis. Und ich meine, das ist ja, worauf der ganze Kapitalismus-Scheiß aufgebaut ist im Grunde. Ja, auf der Angst oder man encouragiert die Leute, mehr und mehr zu haben. Und dann kann man sie leicht kontrollieren mit der Angst, diese Sachen, die sie dann alle haben, zu verlieren. Naja, okay, das war jetzt einfach mal ein ganz kurzes Video, früh am Morgen, weil mir das gerade so durch den Kopf ging und gleich in drei Sprachen, dann brauche ich nicht wieder drei Videos zu machen. Und ansonsten wünsche ich euch allen einen tollen Sommer. Und wenn ihr nichts zu tun habt in Deutschland, dann setzt euch doch mal ins Auto und fahrt in die Hochwassergebiete. Die Leute da, die scheinen echt Hilfe zu brauchen. Okay, bis dann. Tschüss.